Ich wollte halt eigentlich nicht auf die Bühne, das hat sich jetzt doch anders ergeben. Und jetzt muss ich doch wieder irgendwas sagen, was ich loswerden möchte. Es ist heute ein Bus aus Grafing bei Ebersberg da. Das sind 33 Leute, die da extra herfahren. Naja, es kann halt nicht jeder sein eigenes Atomkraftwerk haben, gell? Ein bisschen müssen wir es uns schon teilen. Wir haben das, wenn keiner braucht, dann hat das nicht liefert. Noch was anderes, es kommen immer wieder Stimmen, die laut werden. Warum stehen wir Idioten hier vor diesem Tor 13 und nicht vom Haupttor? Die Frage kann ich beantworten, und zwar ganz einfach. Es hat viele Gründe. Ich fange mal mit dem Besten an. Niedereichbach ist irrsinnig klug gebaut. Es ist ein idealer Ort für Demos, für sonst wahrscheinlich nicht viel, aber für Demos ideal. Es gibt unglaublich viele Parkplätze. Danke, Niedereichbach. Noch einen Grund hätte ich aufzuzählen. Schaut's mal genau, wir sind am Tor 13. Vielleicht ist das eine Glückszahl. Ein paar Gründe, warum wir hier stehen. Es ist egal, wo wir stehen. Hauptsache, wir stehen vor diesem grünen Gerät hier. Und Tor 13 ist wirklich ISA 1. Wir könnten nicht besser stehen. Wir stehen zwar nicht im Weg, aber ist es euch aufgefallen, es ist heller geworden. Das heißt, Ian hat sich die Mühe gemacht, die Scheinwerfer hochzudrehen. Es sind auch keine Wachleute mehr direkt hinterm Tor. Wahrscheinlich haben sie in Kameras investiert. Hey, die nehmen uns ernst. Da können sie behaupten, was wollen. Und es wäre wahnsinnig schade, wenn wir nur dafür, dass wir vor dem Haupttor stehen, was den Leuten mal eher ein Scheiß egal ist, wo wir stehen, aufgeben würden, dass andere, die weniger gut zu Fuß sind, nicht mehr mit können. Das wäre es nicht wert. Ich glaube nicht, dass wir damit eine Pressestimme mehr kriegen oder sonst irgendwas. Mittlerweile, ich habe es letzte Woche vorgelesen, wie viele Städte es sind mit Montagsspaziergängen. Habe am nächsten Tag im Internet geschaut, da waren es schon einige mehr. Der momentane Stand, also der von heute Nachmittag, waren 38 Städte. Es hat sich jemand die Mühe gemacht, zusammenzuzählen. Es sind letzte Woche bundesweit 5000 Leute montags gegen Atomkraft auf der Straße gewesen. Das Leben gehört den Sorglosen, den Unwissenden, den Blauäugigen, primär den Mächtigen. Und so, meine lieben Leute, darf es nicht sein. Wir geben das hier nicht aus der Hand. Wir bleiben am Ball. Die Dinger müssen abgeschaltet werden. Und zwar sofort. Abschalten! 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 Abschalten!